Ach, Krampf. Einen wunderschönen, meine Lieben. Wie ihr sehen könnt, Five Nights at Freddy's 2. Wir haben Five Nights at Freddy's 1 noch nicht ganz durchgespielt. Aber ich kann es nicht starten. Es geht einfach nicht. Ich habe es deinstalliert, neu installiert, auf Fehler überprüft, habe jetzt auch im Internet rumgesucht. Der minimiert das Spiel. Also instant. Ich starte das Spiel, minimiert. Ich mache es wieder hoch, minimiert. Mach's hoch, minimiert. Keine Chance. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vor 2-3 Wochen konnte ich es noch spielen. Vielleicht muss irgendwie ein GeForce-Update kommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, momentan funktioniert es nicht. Ihr habt euch aber alle FNAF gewünscht. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal mit FNAF 2 anfangen. Ist jetzt auch mal was anderes. FNAF 2 kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gezockt. Ich denke jetzt einfach mal, dass ich da das Gleiche machen muss wie bei FNAF 1. Aber wir werden sehen. New Game. First Night. Okay, das ist ja schon mal alles gleich. Okay, da mache ich einen Schacht an. Und hier auch einen Schacht. Ah, da mit Taschenlampe? Hä? Wieso kann ich so eine Maske aufsetzen? Kann ich eigentlich den Anruf wieder muten? Alter, der labert und labert. Es ist schon 2 und der redet immer noch. Was ist jetzt? Hä, was ist da? Was heißt das? Was ist? Clickend. Scheiße. Was ist denn? Cam 11, was ist? Digga, rede mit mir. Ich sehe da nichts. Gibt's da auch jemand neuen? Ne, das ist Foxy, oder? Ja, das ist Foxy. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es blinkt jetzt sehr schnell. Ja, der hat jetzt so ein bisschen was erklärt. Ich habe aber so ein bisschen nicht zugehört. Es wird sowieso wieder darauf hinauslaufen, dass ihr mir sagen werdet, was ich alles machen muss, weil ich zu dumm für FNAF bin. Ich kann hier auf jeden Fall schon mal keine Türen zumachen. Ich kann bloß hier so rumgucken. Das ist ja schon mal angenehm, weil dieses Türenzimmer hat mich gestresst. Hier kann ich eine Maske aufziehen, warum auch immer. Und ich kann eine Musikbox spielen, weiß auch nicht. Oh, jetzt ist das weg. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe auch irgendwie keine Akkuanzeige, fällt mir auf. Oh, Foxy ist ja Endschrott. Okay, da ist bestimmt wieder so, dass ich, Okay. Shit. Okay. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe ja hier geguckt, da war ja nichts. Ich check halt auch die Camps noch nicht so ganz. Ich bin hier. Das heißt, das hier sind die nächsten. Achso, das sind die beiden Lüftungsschachte. Okay. Das wird wie bei den Türen sein, wenn der da quasi vor den Türen steht. Mach halt die Türen zu. Wenn er hier ist, muss ich wahrscheinlich das Licht anmachen im Schacht. Ich weiß es nicht. Das hier ist auf jeden Fall am weitesten weg. Wen haben wir hier? Da haben wir Freddy. Der ist aber sehr klein. Ich weiß nicht, ob das der echte Freddy ist. Kann sein, dass ich vielleicht... Ah, und Ding ist hier. Wie heißt sie? Das ist nicht Bonnie. Boah, Alter, ich kann mir keine Namen merken. Hier ist Freddy. Und... Mann, wie heißt die Olle? Freddy? Fox? Nee, Bonnie? Freddy Bonnie. Hier ist Foxy. Ist der das, der mich gerade erschreckt hat? Ich habe das nur so kurz gesehen, ich weiß es nicht. Boah, wie hieß die Ente? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe beim FNAF 1 habe ich es halt so gemacht, dass ich immer geguckt habe. Ja, ich wusste, wo die alle starten und habe halt dann ihren Weg zu mir verfolgt und versucht, sie aufzuhalten. Der, wo mich aber gerade erschreckt hat, war weder Bonnie, noch Foxy, noch Freddy. Und ich weiß nicht, wo der ist. Hier ist er nicht.
Hier sehe ich irgendwie niemanden. Foxy, klar. Was ist das für ein Geräusch? Ach, hier kann ich die Musikbox. Kann ich das noch irgendwo machen? Nein. Ah, oi. Oi, was ist denn hier passiert? Okay, die sind aber alle noch da. Okay. Ich raff's noch nicht so ganz. Ich habe anscheinend auch für die Kamera keinen Akku mehr. Ich kann so lange in den Camps bleiben, wie ich will. Aber die Taschenlampe kostet halt. Wenn ich das richtig sehe. Dann hat der im Telefon irgendwas gelabert mit, dass die Puppen auf Geräusche gehen. Das heißt, wenn sie in einem Raum sind und der Raum ist lautlos, gehen sie davon aus, dass die Kinder bzw. die Kundschaft halt woanders ist und wechseln dann den Raum. Das heißt bestimmt, ich muss dafür sorgen, dass in einem Raum immer Geräusche sind. Deswegen bestimmt auch hier die Spielbox. Aber die steht halt nur hier und da sehe ich gar keinen. Die sind alle noch da. Foxy ist noch da. Er ist auch noch da. Ich weiß nicht, ob er das war, der mich erschreckt hat. Das werde ich jetzt dann erst im Schnitt sehen. Ja, sei es drum. Jetzt chillen wir einfach mal geschmeidigst unsere Base, weil... Bisher gab es ja keine Veränderung. Jetzt geht jemand. Jetzt habe ich jemanden laufen gehört. Freddy war... Ah ja, okay. Bonnie ist weg. Die Frage, wo geht die jetzt hin? Hier ist sie nicht. Nein, 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 nein. Da, jetzt ist er wieder. Achso, weil ich... Ach, drum war vorher das Ding an, weil ich die Spieluhr aufziehen musste. Da ist Bonnie. Okay. Alles noch stabil. Die Frage ist... Oi! Genau, die Frage ist, was tue ich jetzt dagegen? Boah, die Geräusche sind halt andersräudig. Jetzt ist sie hier. Okay, sie ist wieder weggegangen. Ich weiß nicht, ob das an der Maske lag. Oh, Bonnie ist auch schon recht nah. Bonnie ist auch schon recht nah. Ah, jetzt muss ich die Spieluhr wieder aufziehen. Ah. Ah. Okay, in der ersten Nacht haben wir halt massig Akku, da haben wir weniger Stress. Jetzt ist jemand im Lüftungsschacht. Okay. Was tue ich jetzt dagegen? Das könnte vielleicht... Ah, das könnte vielleicht sein, dass er... Dass in jedem Raum eine Figur sein muss. Und ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier in dem Raum und dann sagt er, ah ja, da ist schon Freddy, da muss ich jetzt nicht hin. Jetzt ganz blöder Gedanke, aber... Ja, aber er bleibt halt da, gell? Wenn ich jetzt das Licht... einfach eine Zeit lang anmach. Scheiße, die Spieluhr ist aus. Oh nein, das wird mich jetzt bestimmt. Okay, ich setz... Ah! Boah, geht schon wieder gut los. Wir schaffen die erste Nacht nicht, ey, Digga. Gut, ich hätte halt einfach mal... gebe ich zu, kurz mal Google aufmachen können und schauen können, was ich denn überhaupt machen muss in dem Teil. Habe ich nicht gemacht, dafür habe ich mich zweimal erschreckt, das gefällt euch ja wahrscheinlich auch. Es war aber halt auch nicht geplant, ich wollte jetzt wirklich FNAF 1 bringen. Stinkt mir selbst, aber sei es drum, wir probieren es noch einmal, auch wenn ich nicht weiß, was ich machen muss. Bis zum nächsten Mal werde ich mich aber informieren. Noch lieber wäre es mir, wenn ihr mir es unten in die Kommentare schreibt, mir so ein paar Tipps gebt auf Erden, Bruder Barschischmal. So, hier kann ich nichts, aufmachen. Ich kann hier nur die Lichter anmachen. So. Die Spieluhr ist angegangen.
Der Freddy ist gekommen. Die Spieluhr war kurzzeitig aus. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass die Spieluhr was mit Freddy zu tun hat. Wobei, was sein kann, dass diese Spieluhr die Leute hier hält. Und Foxy auch. Und vielleicht sogar ihn. Ja, das ist quasi, das ist ein Raum. Ne, ist nicht ein Raum, das ist ein extra Raum. Aber dass quasi die Spieluhr immer laufen muss, dann bleiben die Leute hier. Oder werden zumindest verlangsamt. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dann ist die Frage, das weiß ich eben auch nicht. So war es ja beim Alten. Bestimmte Typen, wenn ich auf der Cam angeschaut habe, haben sie sich langsamer bewegt. Beziehungsweise gar nicht bewegt. Ist das hier auch so? Ich weiß es nicht. Ihr seid die FNAF-Checker, ihr wisst es bestimmt. Also wie gesagt, ich bin froh um jeden Tipp. Ich werde mich selber aber auch ein bisschen informieren. Und das nächste Mal machen wir zumindest ein, zwei Nächte durch, ja. So, ist denn noch alle da? Wenn ich die anleuchte, interessiert die nicht, oder? Das wäre auch ein Ding. Ich habe ja keine Türen, die ich zumachen kann. Also wenn irgendeiner im Schacht ist oder hier steht, kann ich theoretisch nichts dagegen tun. Außer ich leuchte sie an oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Alle noch hier? Alle am Stüssel? Welcher war denn dieser Creepy-Raum, wo alle am Boden liegen hier? Was ist hier eigentlich? Was sind das für Geräusche? Heißt das irgendwas? Das heißt bestimmt. Es heißt in dem Spiel alles. Alles irgendwas. Ich weiß halt noch nicht was. Ist ja immer, wenn man Geschirr klimpern hört, dann ist er jetzt in der Küche. Wenn das passiert, ist er jetzt da. Wenn man das hört, ist er hier. Jetzt habe ich wieder so ein Rauschen gehört. Jetzt ist bestimmt irgendjemand weg. Die Ente ist. Wie ist die Ente? Und Bonnie ist weg. Wo seid ihr? Okay, da ist Bonnie. Oh oh. Ah. Was kann ich jetzt... Was kann ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, wie die Ente hieß. Das triggert mich hart, Alter. Okay, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie wieder hier. Haben wir auch schon gehabt, das Spiel. Bonnie ist noch da. Er ist noch hier. Ich habe auch immer blöde Ente gesagt, deswegen habe ich mir den Namen nie gemerkt. Okay, immer noch alles gut. Okay, die sind immer noch da. Alles cool. Alles glatt, Freunde. Schaut gut aus. Wir haben es 3. Bis um 6 muss ich überleben, gell? Oh, Bonnie ist näher? Okay. Cheetah? Nee, nicht Cheetah. Chica! Chica hieß die! Okay, jetzt ist jemand im Schacht, oder? Jo. Was tue ich jetzt dagegen? Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Puh. Oh, Alter, dreimal hätte ich nicht gedacht. Ich habe so meinen FNAF-Trauma überwunden. Ja, ihr Leute, ihr habt es gemerkt. Ich habe mich nicht informiert über das Spiel. Es war jetzt echt sehr spontan. Ich muss schauen, ob ich... Wir sind in der 5. Nacht oder so bei FNAF 1. Ich glaube, da kommen noch, also 5 kann man noch schaffen und 6 kann man auch noch schaffen. Glaube ich, ich würde es gern noch machen. Aber wir müssen warten, vielleicht kommt irgendwie ein Update und dann funktioniert es wieder. Bis dahin, begnügen wir uns mit FNAF 2, macht ja auch Spaß, sieht auch witzig aus. Ich hoffe, dass ihr mir ein paar Tipps gebt, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder einen Kommentar. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich wäre euch sehr dankbar dafür und wir sehen uns zum nächsten Mal. Remember me for centuries.